natürlich auch wieder runter machen. Alleine ist ziemlich schwer, es geht. So hochbringen tue ich es nicht alleine, aber runter, mal sehen jetzt. Ah, wie war das noch? Ah ja, erstmal das. Ich muss oben erst wieder so eine Ebene geben. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und der Stoff darf nicht dazwischen klemmen, sonst geht er nämlich kaputt und dann wird er undicht. A few moments later. Jetzt. Alle an Bord, es geht los. Tschüss, danke schön. Ich bin jetzt gerade in einem wunderschönen Hotel, das Hotel Sonnenhof in Retterchen. Ich glaube, das gehört auch zu Kressbronn oder so, genau, hier am Bodensee. Und da wurde ich jetzt hingeschickt, weil ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer schönen Kulisse für meine Homepage, zusammen mit dem Bulli, wo ich auf einer Wiese stehe und im Hintergrund ist Meer, Wasser, wie auch immer zu sehen. Und ich habe jetzt hier die perfekte Kulisse gefunden. Schaut mal, das wäre hier. Auf dem Rasen und hinten dran der Bodensee. Das wäre so genial. Jetzt habe ich hier gerade gefragt an der Rezeption, ob das möglich ist, ob ich mit dem Bulli auf die Wiese fahren darf. Also weiß nicht, ob das klappt, aber es wäre so super toll. Ich habe ihnen auch versprochen, dass ich dann Werbung mache für ihr wunderschönes Hotel hier. Das ist echt super, super schön. Auf einem Hang mit einem gigantischen Ausblick auf den Bodensee. Sehr schick. So mega Kontrastprogramm, aber von der Kulisse her ist es einfach genial. Und ja, jetzt muss sie gerade noch Rücksprache halten und telefonieren und fragt mal, ob das geht. Ich hoffe so sehr. Also das hat leider nicht geklappt, aber die Dame war wirklich so nett von der Rezeption und hat da wirklich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube Chef angerufen und gefragt und er meinte, nee, also ich darf zwar hier auf die Wiese ein Foto schießen, so viel wie ich will, aber bitte nicht mit dem Bulli jetzt hier drauf fahren. War mir ja eigentlich klar, aber ich meine, hey, fragen muss, kann man doch, ne? Und manchmal klappt das ja dann trotzdem. Jetzt hier so volles mega Kamerateam gewesen wäre, keine Ahnung, irgendein Sender, dann hätten sie bestimmt gesagt, ja, natürlich. Aber jetzt kommt hier so eine No-Name-YouTuberin, ja, die noch nichts am Start hat. Naja, egal, auf jeden Fall, die Zeit wird kommen. Ja, also genau hier wollte ich eigentlich stehen. Seht ihr das? Das wäre so perfekt gewesen. Ich finde das so wunderschön. Und ich wollte einfach mitten drauf mit dem Bulli. Aber, nope, macht nichts. Aber ich kann ja trotzdem ein bisschen Fotos schießen, ne? Ist ja ganz nett hier. Aber genau das wollte ich jetzt sagen. Voll lieb! Die hat mir jetzt hier einen anderen tollen Tipp gegeben. Ich soll hier Richtung Nonnenhof jetzt fahren und da gibt es einen Hügel, wo man auch mal stehen kann und Fotos machen kann. Vielleicht ist das was. Ich finde noch mein perfektes Plätzchen. Yay! Gut, dann fahren wir jetzt mal nach Nonnenhof. Richtung Nonnenhof, meinte sie. Es wird immer später. Ich merke schon, ich versuche gerade auch so ein bisschen rauszuzögern, hier wegzufahren. Und es steht da noch eine lange Fahrt bevor. 6-7 Stunden Fahrt. Ich wollte eigentlich um 16 Uhr losfahren, dass ich um 11 Uhr sowas da bin, weil der Bulli braucht ja ein bisschen länger. Jetzt haben wir es aber schon gleich 5.
mal so ganz knapp verschätzt. Schaut mal, was hier steht. So, jetzt habe ich ein paar Fotos geschossen hier von dieser Traumlandschaft aus. Ich bin total geschwitzt. Es war echt ganz schön anstrengend, das alleine zu machen. Das ist echt besser, wenn man das mit einer Person noch zusammen macht. Ich habe die ganze Zeit auch, wie sagt man, so Selbstauslöser mit 10 Sekunden gestellt. Das war so das Höchste, was ging. Ich musste dann ständig wieder zurückrennen, gucken, okay, wo stehe ich, wo muss ich stehen, dass ich in der richtigen Position bin. Ich will jetzt auch nicht so einen Riesenakt daraus machen und Hauptsache, ich habe echt ein schönes Foto, so wie ich es mir vorgestellt habe, aber dann habe ich mir das doch einfacher vorgestellt, als ich dachte, das schaffe ich alleine, weil ich bin jetzt hier, möchte das jetzt hier machen. Seht ihr diese Traumkulisse da hinten? Und ich durfte hier jetzt mitten auf den Acker fahren. Und dann noch mit der Volldos, die wollte ich auch so gerne mit drauf haben, aber die Maus, ich musste die ganze Zeit bestechen mit Leckerlis, aber ich bin voll glücklich, dass sie so mitgemacht hat, die ist so lieb, echt. Ja, ich hoffe, es sind ein paar schöne dabei und der Thomas Rinkel, der mir ja hilft, die Homepage zu gestalten, gerade kann mit dem ein oder anderen Foto was anfangen, weil er hat mir so ein paar Tipps gegeben, ja, du musst ganz in der Ecke und dann dahin gucken und so. Und also das alleine zu machen, also ich glaube jetzt für den Anfang ist es mal ganz gut, aber wenn ich dann demnächst irgendwo am Gewässer bin, auf einem Hang, so stelle ich mir das eben vor, vielleicht am Gardasee, vielleicht gibt es dann einfach Leute, die dann Lust haben, mich zu unterstützen und mit mir zusammen ein paar nette Fotos zu schießen. Ja, und ich habe gemerkt, es müssen immer viele verschiedene Bedingungen zusammenpassen, und zwar also die Kulisse, wie man sich sie vorstellt, die Position, wie man stehen kann, dass dann auch das frei ist, hinten zu fotografieren, aber auch natürlich die Beleuchtung, weil ausgerechnet genau jetzt, also die perfekte Kulisse, aber die Sonne war genau falsch, sodass ganz viel Schatten, wie jetzt auch im Gesicht war, also normalerweise hätte ich so fotografieren müssen, aber dann habe ich ja diese Landschaft da und nicht den Bodensee, den will ich aber drauf haben. Sonne? Bodensee. Sonne, super Beleuchtung. Bodensee. Naja, vielleicht kann man da was machen. Ich bin auf der Heimreise und die Sonne geht jetzt schon unter. Ich wollte eigentlich schon um 16 Uhr losfahren. Ich konnte mich nicht losreißen, glaube ich. Tja, also meine erste Bulli-Panne. Ich bin hier auf dem Rasthof irgendwo auf der A7 hängen geblieben. ADAC konnte nichts finden. Und ja, und dann fing es doch tatsächlich auch noch währenddessen an, in Strömen zu regnen. Wir waren klatschnass, im Bulli war alles nass. Ja, es war irgendwie so eine Traumvorstellung, glaube ich. Naja, gut, also auf jeden Fall ist es jetzt so, ich habe hier übernachtet auf der Raststätte und ihr werdet es kaum glauben, ich habe tatsächlich wirklich richtig gut geschlafen. Und ja, ist ganz nett hier, schaut, ganz viel Natur auch. Der ADAC hätte mich jetzt eigentlich heute Morgen abschleppen wollen und zur nächsten VW-Werkstatt, aber ich dachte mir, nee, warte mal. Irgendwie kein gutes Gefühl. Kfz-Mechaniker zu sein bedeutet ja noch lange nicht, dass man mit einem Auto von 1983 klarkommt und da dann Bescheid weiß. Glaube ich, ist es besser, wenn sich das jemand anguckt, der sich wirklich auch mit diesem Auto auskennt. Ja, deswegen vielen herzlichen Dank, Sonja Schulz und dein Freund Christian. Ich danke euch von Herzen, dass ihr mich jetzt die ganze Zeit hier unterstützt habt und wir telefoniert haben und so weiter. Und mich ermutigt habt, und wir zusammen eine Lösung quasi gefunden haben, dass ich jetzt doch erstmal nach Hause fahre und meine Wohnungs-
Auflösung hinter mich bringe, dass ich erstmal alles geregelt bekomme, weil eigentlich wären heute Morgen schon Leute da gewesen, um Waschmaschine und so weiter abzuholen. Ich bin jetzt endlich wieder angekommen hier in der Wohnung in Maintal, um den Rest der Wohnung aufzulösen. Ich bin echt so müde. Ich bin so froh, wenn ich das alles hinter mir habe. Ja, es ist sehr spannend und sehr aufregend, das Leben gerade. Und die Wohnung lüftet sich und ganz kurz manchmal kommt nochmal so ein seltsames Gefühl hoch von wow, da ist jetzt bald echt gar keine Möbel mehr. Und dann wieder erinnere ich mich aber an dieses Gefühl, als ich in meinem Bulli war am Bodensee und so wenig Hab und Gut hatte und ich meine Wohnung total vergessen habe und es mir wirklich total gut ging. Und ich möchte ja in die Welt raus und mit ganz leichtem Gepäck, und dazu gehören nun mal Möbel nicht, die sind viel zu schwer, und selbst wenn man die im Keller irgendwo eindeponiert, sind sie trotzdem materiell irgendwie noch da und wir haben sie immer noch in unserem Geist irgendwo gespeichert und deswegen sind sie dann doch irgendwo noch schwer. Ich finde das ganz gut, dass ich mich da so unter Druck gesetzt habe und mit so einer Wohnungsauflösung mir jetzt nicht endlos lange Zeit gelassen habe, also das irgendwie über Monate jetzt hab erstrecken lassen, weil man überlegt nicht so lange, man kriegt die Sachen, finde ich, viel schneller weg. Das muss eigentlich noch mit. Ich weiß nur noch nicht, wohin im Bulli. Der Bulli ist wirklich so klein, dass sogar so ein Teil viel Platz wegnimmt. Aber ist das nicht schön? Wandern Sie aus? Ja. Also was heißt wandern aus? Also ich ziehe in einen Bus, der steht hier vorne, der VW-Bus, für ein Jahr und reise rum. Deswegen muss ich alles loswerden. Ja, es ist zwar schön dann, aber wenn man so alles loswerden will und muss... Ja, da merkt man auch erstmal, wie viel man hat. Ja, also viel zu viel Zeug, was da aus den Schränken rauskommt. Ja, den auch. Tja, die Maus ist ganz nervös, gell? So viele Leute dauern hier überall. In anderen Zimmern haben sie auch noch was zu machen? Ja, da habe ich auch noch was. Ich komme gerade mal mit viel Kleidung. Aber ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht geordnet, weil die meisten mögen das rumzuwühlen. Also ganz viel Kleidung. Nee, okay. Schuhe und hier so ganz viel Kabelgedöns und zum Putzen. Genau. So ein Kleider. So eine Kleiderstange, die ist, finde ich, immer ganz praktisch. Von dieser Lampe habe ich noch, also insgesamt zwei. Die ist schön. Und diese Fußmatte. So eine Laptop-Tasche. Also ich habe zwei davon, ne? Die eine muss ich noch holen. Genau. Wollen Sie mal sehen, wie sie leuchtet, wie sie aussieht? Wird bald wieder alles ruhig, gell, Mausi? Ja. Ich bin ganz gestresst, gell, aber das macht nichts, es wird bald wieder ruhig, gell. Ja. So, streichen. Helfen. Was haben Sie denn für ein Auto? Ich hab so einen kleinen Wagen. Slammer.